Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zu Movie MHD. Und zwecks Halloween, um den zu feiern, haben wir noch einen Film für euch. Und zwar, wie ihr natürlich schon im Titel gelesen habt, Freddy's New Nightmare. Ja, jetzt werden vielleicht einige sagen, warte mal. Sonst guckt ihr die Filme doch chronologisch. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Aber erstens haben zwei von uns den noch nicht gesehen, was ganz cool ist, weil da kann man das prima abschätzen. Zweitens ist abseits des ersten Teils bei den anderen vermutlich sowieso nichts zu holen, an dass sie wirklich noch gut sind. Ich habe sie letztes Jahr zu Weihnachten geguckt, war. Und abseits davon steht dieser Teil, wer ihn gesehen hat, weiß es ja wirklich sehr abseits der Reihe an und für sich. Also er hatte mit der eigentlichen Handlung der ganzen Figuren ja gar nichts zu tun. Er steht ja wirklich komplett abseits und der Bösewicht in diesem Film ist ja tatsächlich nicht wirklich Freddy Krüger. Ja, also ohne euch jetzt zu spoilern. Also euch beide. Und ja, wir werden kicken, ob er immer noch gut ist. Es ist persönlich mein Lieblingsteil der Reihe, da Freddy bzw. der Bösewicht in diesem Teil einfach wirklich eine bedrohliche Figur ist und kein Spaßvogel. Und wir werden jetzt kicken, ob er noch gut ist und bis gleich. So, fertig sind wir mit Freddy's New Nightmare aus dem Jahre 1994 von und in dem Fall sogar mit Wes Craven. Mal wieder eine Split Decision, ich sag's euch jetzt, als die beiden Zuschauer haben gesagt, Gammel, ich bin dann doch der Meinung, zumindest ist abgelaufen. Die größten Probleme, die trotzdem mir auch aufgefallen sind ist tatsächlich das Pacing. Bis zu der Stelle, wo Freddy Krüger die Nanny durch den ganzen Raum zieht. Also, und wenn man sagt den ganzen Raum, dann wirklich den ganzen Raum. Ist das Pacing echt schwierig, um noch das noch nett zu sagen. Diese ganze Meta-Ebene ist total cool, wie die das, also diese Idee dahinter, aber ich bin auch der Meinung, also es gibt ja diese geile Szene, wo sie dann da mit John Saxon am Ende schnackt und auf einmal merkt, er hat die Nancy angesprochen und dann auf einmal hat er andere Klamotten an und wie sich das alles verändert. Und es wäre sehr, sehr viel cooler gewesen, hätte man dieses Verschwimmen zwischen Wirklichkeit und Realität dann nicht auf diesen, ja, also dieses wirklich. Also und das dann auch einmal, dass die dann auch immer andere Klamotten, sie hat auf einmal andere Klamotten an. Das ist wie das Haus aus dem ersten Teil und dieses Geballte, wenn man das hätte weiter gestreckt. Generell hätten dem Film auch eine halbe Stunde weniger ganz gut getan, weil für, ich glaube, 152, nee, eine Stunde 52, oder 52 Minuten wäre ja noch schon mal gewesen, eine Stunde 52 ist für einen Horrorfilm auch recht lang. Ansonsten diese Sache mit Hänsel und Gretel fand ich immer noch cool umgesetzt, diese Ähnlichkeiten und das Freddy Krüger in dem Film, es ist ja nicht Freddy Krüger, sondern es ist dieser uralte Geist, der da irgendwie in der Figur gefangen wurde und früher halt auch mal in der Hexe von Frau Holle. Cool, also ich kenne Personen, die sind heute dieser Geist, dieser uralte Geist. Also wir brauchen uns keine Sorgen vor Freddy Krüger mehr machen. Und ja, wie gesagt, leider Gammel. Mal kicken. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir es noch schaffen, noch einen weiteren Film vor Halloween vorzubereiten, die dann in der Woche vorher nacheinander alle kommen. Aber was sagt ihr zu dem Film?
Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn schlecht? Findet ihr, dass er so wenig zur Reihe gehört, dass er gar nicht zur Reihe dazu gehört? Oder findet ihr ihn total genial? Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Oder erschreckt euch vor einem riesengroßen Wildtier, das ihr durch die Gegend rennt. Ja. Und ja, habt ein schönes Halloween und bis bald.